Auch Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen können einen Getriebeschaden haben und ihr erfahrt in dem Video, wie man den vermeiden kann. Ein Getriebeschaden kann auch bei kleinen Laufleistungen und auch einem relativ neuen Fahrzeug passieren, denn es ist abhängig nicht von Laufleistung und Baujahr, sondern vom Zustand des Getriebes. Denn ein Fahrzeug kann verschieden behandelt werden. Es kann sehr viel Kurzstrecke fahren, dadurch haben wir eine höhere Belastung, mehr Verschleiß. Oder es kann eine Anhängkupplung haben, dadurch haben wir noch mehr Verschleiß. Oder wir haben zum Beispiel ein schweres Fahrzeug oder wir ziehen zum Beispiel schwere Anhänge oder haben viel Leistung. Woher kann ich denn wissen, wie ist der Zustand von meinem Getriebe und was ist die richtige Maßnahme? Es gibt verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Getriebeölwechsel, was man bei 20.000, 30.000 macht, wo nur ein Viertel oder ein Drittel des Öls getauscht wird. Es gibt eine Getriebespülung, die man bei 60.000 bis 80.000 macht. Aber es gibt auch Fahrzeuge, wo zum Beispiel bei 60.000, 80.000, 90.000 es für eine Getriebespülung zu spät ist, weil wir im Getriebe schon einen Verschleiß haben. Wir haben ein Druckproblem. Man weiß das anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe. Das heißt, auch wenn das Getriebe gut schaltet, kann es am nächsten Tag kaputt gehen. Denn irgendwann haben wir, der Druckverlust ist zu hoch und dann geht das Getriebe halt kaputt. Das haben wir halt bei sehr vielen Kunden gehabt. Die sagten, das Getriebe hat perfekt geschaltet. Auf einmal war das defekt und dann war das halt teuer. Anhand der Werte sieht man hier Kupplungsverdrücke und Schnellverzeigen. Die Kupplungsverdrücke sagen uns, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den jeweiligen Gang zu schalten oder beziehungsweise die Kupplung zusammenzudrücken. Die Schnellverzeigen sagt das, wie lange er dafür braucht. Prinzip ist so, wir haben Kupplungen. Davon haben wir sehr, sehr viele. Das heißt, so sehen die halt aus. Kannst du einmal kurz drauf filmen. Und diese Kupplungen, die sind in einem Paket. Ne? Das heißt, dieses Paket sitzt hier im Getriebe selber. Ne? Ich kann so ein Paket euch mal zeigen, wie sowas halt aussieht. Wir haben das hier zerlegt. Hier sieht man zum Beispiel, hier sind ganz, ganz viele Kupplungspakete. Die sind alle hier drin. Und durch Öldruck werden die Kupplungspakete zusammengedrückt und das Getriebe fährt nach vorne. Wenn wir aber im Getriebe zum Beispiel einen Druckverlust haben, dann haben wir das Problem, dass die Lamellen schleifen. Das heißt, wir haben nicht genug Druck, was auf die Lamellen ausgeübt wird und dadurch schleifen die Lamellen und verschleißen. Und diese Beschichtung, die ist halt endlich. Irgendwann ist sie halt vorbei und dann haben wir einen Getriebeschaden. Und durch den Getriebeschaden haben wir noch Verschleiß an verschiedenen anderen Sachen. Deswegen ist ein Getriebeschaden auch relativ teuer. Wodurch kommt zum Beispiel so ein Druckverlust? Ein Druckverlust kann zum Beispiel passieren, dass zwischen der Mechatronik oder dem Schaltschieber und dem Getriebe, dass die Gummidichtungen verschleißen. Die Gummidichtungen sind aus Gummi. Hier sieht man zum Beispiel Farbe von diesen Gummidichtungen. Und dann haben wir das Problem, dass das Öl nicht mehr durch diese Dichtung läuft, sondern an der Dichtung vorbei. Und dann braucht das Getriebe zu lange, um den Druck aufzubauen und die Lamellen zusammenzudrücken. Warum passiert das? Weil, wie gesagt, das Fahrzeug bekommt eine zu hohe Temperatur und Gummi ist halt nicht für jede Temperatur geeignet. Das ist eine Möglichkeit des Druckverlustes. Eine zweite Möglichkeit des Druckverlustes ist in der Mechatronik selber. Das heißt, wir haben hier eine Mechatronik-Hälfte, davon haben wir zwei und beide Hälften werden durch so eine Gummiplatte abgedichtet. Und hier haben wir bestimmte Abdichtungen. Das heißt, die können reißen und dadurch haben wir den Druckverlust, dass zum Beispiel dieser Bereich hier das Öl nicht in dem Bereich bleibt, sondern geht über einen anderen Bereich rüber. Und dort haben wir zum Beispiel einen Druckverlust. Es kann auch zum Beispiel passieren, dass wir einen metallischen Druckverlust haben. Das heißt, in der Mechatronik selber haben wir solche Kolben, die bewegen sich permanent und die werden durch diese Ventile hier aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel schmutziges Öl haben mit sehr viel Lamellenabrieb oder qualitativ minderwertiges Öl, was halt sehr lange im Getriebe ist, dann können wir das Problem haben, dass diese Kolben verschleißen. Hier kann man das relativ gut sehen. Hier sieht man, die sind verschlissen. Das heißt, hier sieht man, wir haben Riefen. So, und dann haben wir nicht mehr die richtige Kompression und dann haben wir den Druckverlust zwischen dem Kolben und der Mechatronik. Das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. In dem Video werden wir auch so eine Mechatronik instand setzen. Das heißt, wir werden eine Reparatur machen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Verschleiß. Das heißt, den Verschleiß so einer Mechatronik, das heißt, wir sollten normalerweise Werte haben von ungefähr 18. Ihr werdet zum Beispiel sehen, der Bereich hier, der rote, der hat einen Wert von ungefähr 10. So, ihr seht, wir haben knapp 10. So, ein vernünftiger Bereich sieht zum Beispiel so aus. Ihr seht, wir haben hier knapp 30. Hier haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust. Und wenn hier zum Beispiel dieser metallische Druckverlust existiert, dann muss man den beheben. Dann bringt das nichts zu spülen, dann bringt das nichts, die Dichtungen zu tauschen oder die Dichtplatte. Dann muss man die Mechatronik entweder austauschen oder halt
instand setzt. Und das werden wir in dem Video halt auch machen. Des Weiteren haben wir auch hier zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch Filter. Und diese Filter, so wie hier, die verschmutzen und dann kann dadurch ein Problem entstehen, dass die Lamellenkupplungen ebenfalls nicht richtig zusammengedrückt werden, weil die Dinger zum Beispiel verstopft sind. Das Problem ist, dass die Getriebehersteller natürlich auch ins Getriebe oder auch in die Mechatronik Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, bestimmte Komponenten, die früher oder später kaputt gehen müssen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller, die Komponenten anbieten, um das Getriebe oder die Mechatronik zu verstärken. Hier sieht man zum Beispiel originale Teile. Das ist zum Beispiel ein Kolben. So sieht er neu aus und so sieht er aus, wenn er zum Beispiel nach einer bestimmten Laufleistung. Es gibt die Möglichkeit, so einen Kolben einzubauen mit einer Metallfeder, damit sowas nicht mehr passiert. Denn das sorgt zum Beispiel für Schallstöße. Genauso gibt es auch hier Komponenten. Zum Beispiel hier kann man die sehen. Ihr seht, dass es links ist das Originale und rechts ist das Zubehörsystem, was verstärkt ist. Und hier bei dem Originalen sieht man, wir haben schon Verschleiß und dadurch haben wir nicht mehr die Dichtigkeit, die wir haben sollen. Hier werden wir das Problem nicht haben. Und für solche Komponenten gibt es halt sehr, sehr viele. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Getriebe zu warten, instand zu setzen, sondern wir können das auch verstärken, damit das möglichst lange hält. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.